Wollen Banken erfolgreich bleiben, müssen sie neue, innovative Geschäftsmodelle entwickeln und wieder einen klaren Bezug zur Realwirtschaft herstellen. Das fordert Daniel Bruderer von der Zürcher Globalance Bank. Der Mitbegründer der noch jungen Schweizer Privatbank war kürzlich Gastreferent beim Sommerforum des Terra-Instituts in Sarns bei Brixen. Herr Bruderer, die Banken befinden sich in einem großen Umbruch. Wie beurteilen Sie die Situation der Banken? Sind die Banken ein Auslaufmodell? Nein, ganz und gar nicht. Ich vertrete nicht diese Meinung. Die Banken sind kein Auslaufmodell. Es geht vor allem darum, dass Banken neue innovative Modelle entwickeln, die es leider noch nicht gibt. Aber das wird die Zeit zeigen. Und ich denke, es ist eine riesige Herausforderung, diese Modelle auf den Markt zu bringen. Wo sehen Sie in dieser Bankenentwicklung Ihre Bank, die Globalance Bank? Also ich spreche jetzt nicht nur für unsere Bank. Generell geht es ja darum, dass man neue innovative Modelle entwickelt. Und ein innovatives Modell wäre, dass ich wieder einen Bezug zur Realwirtschaft herstelle, auch wenn es um die Vermögensverwaltung des Geldes geht, dass man sicherstellt, dass der Kunde sich und auch die Kundin mit dem Vermögen auseinandersetzt und auch versteht, wie das Geld investiert wird, in welche Unternehmen, in welche Renten zum Beispiel oder in welche Produkte, dass wir da wieder einen einfachen Bezug schaffen und die Kundin oder der Kunde ein Verständnis hat, in was das Geld investiert wird. Wenn ich heute einkaufen gehe, interessiere ich mich auch dafür, wo kommt das Fleisch her, aus welchem Land, welche Qualität hat es. Das Gleiche gilt wenn ich ein Auto kaufe. Wieso soll es nicht auch in der Finanzbranche gelten, dass die Banken eben auch versuchen, dem Kunden auf einfache Art und Weise aufzuzeigen, was das Geld bewirkt, wo es investiert ist und schlussendlich, welche starke Wirkung es auf die Wirtschaft, Gesellschaft und auch Umwelt erzielt. Ist das sozusagen ein Muss für Banken, um auch in Zukunft erfolgreich und überlebensfähig zu sein? Ja, wir sind überzeugt, weil diese Transparenz muss geschaffen werden. Die Banken haben einen sehr schlechten Ruf weltweit, da sie doch viel Vermögen auch vernichtet haben und auch sehr, sehr viele Verfehlungen gehabt haben. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass hier die Nähe durch ein solches Geschäftsgeboren, modernisiertes, zukunftsorientiertes Geschäftsgeboren zwingend notwendig ist. Das klingt ja irgendwie wie die Philosophie der Raiffeisenkassen, die sozusagen die lokale Entwicklung vor Ort kräftig unterstützen. Ist dieses Modell der Genossenschaftsbanken nicht eigentlich ein nachhaltiges Modell? Absolut, bin ich einverstanden. Das ist natürlich die optimale Ausgangslage, wenn man vor Ort die Gesellschaft unterstützt mit den Krediten als Beispiel. Es sollte aber auch, meiner Meinung nach, auch auf der Anlageseite passieren. Wenn sie das schafft, auch mit ihren Anlagen für Transparenz zu sorgen und auch bei der Kosten offen und ehrlich agiert im Sinne des Kunden und nichts verschleiert, dann finde ich das ein hervorragendes Beispiel von einem nachhaltigen Konzept. Sie gelten als Experte für nachhaltige Anlagen und Anlagestrategien im Bankgeschäft. Können Sie da einige konkrete Beispiele nennen? Ein Weg wäre als Beispiel ein Mikrofinanzinvestment. Und das bedeutet, dass vielleicht jemand mit einem Kredit von $100 in Nigeria jetzt aktiv arbeiten kann, Produkte produzieren kann und nicht nur 10 Croissants backen kann und verkaufen kann, sondern mit dem Kredit 100 Croissants backen kann und somit ist auch dieser Person gedient. Was das Tolle ist, solche Produkte haben einen wunderbaren Effekt und zwar eine tolle Wirkung, die man mit dem Geld investiert. Und auf der anderen Seite liefern auch solche Produkte plus minus marktgerechte Renditen oder zumindest bessere Renditen als Rentenanleihen. Und das kann sich in der Größenordnung von 1-5% bewegen, was auch eine tolle Alternative ist für ein doch sehr ausgereiztes Rentensystem. Gilt eigentlich nur der Grundsatz, wer eine höhere Rendite will, muss auch bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen oder gibt es Alternativen dazu? Nein, es gibt Alternativen, ganz klar. Und das habe ich, ein Beispiel habe ich erwähnt mit Mikrofinanz. Das bedeutet nicht, dass ich höhere Risiken in Kauf nehmen muss.
Auch der Rentenmarkt bleibt ein Risiko. Wenn die Zinsen nämlich hochgehen, werden sie auch verlieren auf ihren Rentenbeständen. Es gilt vor allem darum, nach Alternativen zu suchen und aus unserer Überzeugung, dass eben eine möglichst hohe Wirkung erzielt wird auf eben Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt und mit einer marktgerechten Rendite, die halt nicht mehr so hoch ist wie vor vielen, vielen Jahren. Damit muss man sich auseinandersetzen und sich begnügen.